Morgen, ihr Lieben. Es ist Dienstag, für mich der 1. Oktober. Herzlich willkommen zum zweiten Vlogtober-Vlog. Weil der Vlog, den ich gestern gemacht habe, noch nicht online ist, zu meiner Zeit, wenn ich das hier aufnehme, habe ich keine Ahnung, wie das jetzt bei euch ankommt. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er doch so lang geworden ist und werde versuchen, das heute ein bisschen kürzer zu halten. Mal gucken, ob mir das dann auch gelingt, weil es hat einen Grund, warum ich Romane schreibe und keine Kurzgeschichten, nämlich weil ich mich nicht so wirklich kurz fassen kann. Aber ich wollte euch kurz ein Update geben, bevor ich wirklich anfange zu schreiben. Ich habe jetzt gerade schon den Vlog, den ihr gestern gesehen habt, hochgeladen und das Thumbnail, also das Bild gemacht und alles eingepflegt an Informationen, die YouTube da so braucht. Und der geht jetzt gleich online. Außerdem muss ich natürlich weiter an der Korrektur arbeiten. Da möchte ich heute bis Kapitel 60 kommen. Das ist, glaube ich, machbar, wobei heute schon wieder so eine Gefahrenstelle ist, weil es kommt ein Unfall in meinem Buch vor und auch einige Verletzungen. Und als ich das erste Mal geschrieben habe, habe ich erstens keine Recherche gemacht und zweitens das alles so ein bisschen, ja, sehr salopp formuliert und es schlimmer gemacht, als es eigentlich ist. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich da eine Lösung finde, wo das alles, was ich da so zusammenfabriziert habe, einigermaßen glaubhaft wird. Gestern habe ich schon so ein bisschen damit angefangen und ich denke, das werde ich heute auch hinbekommen, weil ich auch eine Lösung gefunden habe, wie ich das gerne machen möchte. Dann stehen halt so ganz normale Alltagsaufgaben an, wie Wäsche waschen und ich habe meinen Eltern versprochen, oben das Haus zu putzen, bevor sie aus dem Urlaub zurückzukommen. Das muss ich heute auch anfangen, weil die schon bald kommen. Und ansonsten die Katzen pflegen, den Garten muss ich mal wieder gießen, weil es gestern nicht so viel geregnet hat wie sonst. Und mir mal die Schäden anschauen, die durch den Sturm entstanden sind, ist nicht so schlimm, nur unser eines Sonnensegel hat einen Riss gekriegt, weil da wahrscheinlich zu viel Wasser drin war oder irgendwas draufgeflogen ist, ich weiß es nicht. Und die ganzen Töpfe sind umgefallen, aber es sah jetzt nicht so schlimm aus. Und wie ihr gesehen habt, habe ich gestern und heute jeweils meine Tarotkarten gezogen. Ich möchte das jetzt in Zukunft zu einem festen Bestandteil von meiner Morgenroutine machen, die nicht so wirklich besteht. Aber trotzdem finde ich das ganz interessant und lerne so ein bisschen mehr was über die Karten, was natürlich auch super wichtig für das Hexenprojekt ist, weil Isa ständig Tarotkarten liest. Und interessanterweise kommt schon seit ein paar Tagen immer, dass die 4 der Münzen oder so immer wieder hoch, was ich sehr spannend finde, dass dieselbe Karte in zwei unterschiedlichen Decks, weil gestern war es im anderen Deck umgekehrt drin, ständig vorkommt und neulich hatte ich das schon ein paar Mal. Also sehr interessant und ich weiß immer noch nicht so genau, was mir diese Karte sagen möchte, aber naja, wie gesagt, ich lerne auch noch dazu. So, und bevor ich hier jetzt noch länger rumlabere und den Vlog unnötig in die Länge ziehe, mache ich hier jetzt mit dem Update Schluss, fange an mit der Korrektur von Die Dunkelheit deiner Seele und melde mich dann bald bei euch wieder. Kurz nach 3 und ich habe mein Korrekturziel für heute schon geschafft. Zumindest habe ich die Kommentare durchgearbeitet. Ich weiß noch immer nicht genau, ob das mit den Verletzungen, was ich euch schon erzählt habe, jetzt einigermaßen gut eingebaut ist. Wahrscheinlich, ich werde nochmal einen dritten Durchgang machen, bevor ich es dann tatsächlich an meine Lektorin zurückschicke, wo ich genau nochmal auf den Unfall eingehe, auf die Backstory von meiner Protagonistin und noch ein paar andere Kleinigkeiten, Beschreibungen hauptsächlich, die ich noch nicht so wirklich eingefügt habe von manchen Charakteren, weil ich es mir einfach nicht aufgeschrieben habe, wie die ausschauen, verdammt nochmal. Oh.
Aber ansonsten komme ich gut voran. Ich habe auch schon die Wäsche in der Waschmaschine. Die müsste jetzt so langsam fertig sein. Das heißt, ich schiebe jetzt mal eine kurze Pause zum Aufräumen und Saubermachen oben im Haupthaus ein. Und dann, lasst mich gucken. Muss ich noch den Garten gießen? Zumindest die Gewächshäuser. Und dann könnte ich eigentlich schon anfangen, den Vlog zu schneiden, weil ich sonst nichts mehr auf meiner To-Do-Liste für heute habe. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mehr als die 20 Kapitel am Tag machen, die ich sowieso schon hinter mir habe heute. Sogar schon eins mehr gemacht, weil ich gedacht habe, irgendwie wäre das noch zu Kapitel 60 und nicht 61. Naja, egal. Damit ich mich nicht zu sehr überfordere, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wenn ich zu viel auf einmal mache, dass ich dann irgendwie die Lust verliere oder, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, dass ich nicht die Lust verliere oder die Motivation verliere, weil es dann irgendwie zu viel ist und keine Ahnung. Das heißt, morgen und übermorgen muss ich nochmal die ganzen Kommentare durchgehen. Dann habe ich die auch alle wirklich gelöst, weil ich wirklich jeden einzelnen Kommentar, der noch offen ist, löse. Jetzt in den nächsten paar Tagen noch, also morgen und übermorgen, weil dann habe ich Kapitel 100 erreicht. Und danach gehe ich, wie gesagt, nochmal rüber und mache die Details. Und ich glaube, dann ist auch erstmal gut und dann kann erstmal meine Lektorin wieder dran gehen und mir sagen, wenn noch irgendwelche Stellen sind, wo noch dran gearbeitet werden müsste. Aber ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, was ich so gehört habe. Aber es läuft wirklich gut und ich habe irgendwie die Befürchtung gehabt, dass es schlimmer wird, als es jetzt tatsächlich ist. Ich weiß auch nicht. Als ich das erste Mal durchgegangen bin und diese schwierigen Kommentare sozusagen übrig gelassen habe, kam es mir irgendwie nicht wie ein persönlicher Angriff vor, aber es kam mir einfach so vor, als, keine Ahnung, wenn das so ganz, ganz schlimme Probleme und ich wusste überhaupt nicht, wie ich die lösen kann. Und mittlerweile habe ich eigentlich für alles eine Lösung gefunden und wenn nicht, dann lösche ich es einfach raus und dann macht es eigentlich auch keinen Unterschied in den meisten Fällen, was ja dann gut ist, weil je weniger Worte, je weniger aufgebauschtes Zeug um die Haupthandlung rum, umso besser, weil dann fließt es auch besser und dann ist nicht so viel Ablenkung vom Eigentlichen und vom Wesentlichen der Geschichte. Ich möchte auch in den nächsten Tagen und Wochen während dem Oktober ein bisschen meinen Kleiderschrank ausräumen, weil das sind ein paar Kisten Klamotten, die ich, seitdem ich eingezogen bin, nicht mehr angezogen habe, weil das so, ja, ältere Sachen sind, die ich noch während der Schulzeit, also während des Gymnasiums getragen habe und das jetzt schon mehr als 3 Jahre her. Da kann ich mal ein bisschen aussortieren und ich habe auch noch eine Kiste mit ganz unterschiedlichen Zeugen, Büchern, Bürozeug, alten Ordnern, Schulsachen und sowas, die ich noch durcharbeiten muss vor meinem Umzug und ich wohne ja jetzt schon wieder ein Jahr hier und die steht schon ein Jahr hier rum. Die muss ich jetzt auch noch mal irgendwann demnächst durchgehen und das denke ich, werde ich in den nächsten Tagen so nach und nach immer ein bisschen was angehen, damit es hier endlich einigermaßen ordentlich und eingerichtet ist und ich muss auch einen Platz für meine Notizbücher finden, weil mit der langsam in meinem Regal, das hier um die Ecke steht, ausgeht, da habe ich keinen Platz mehr drin. Offiziell, das schon das letzte Notizbuch hat da nicht mehr reingepasst und das vom hier, das man hier so sieht in der Ecke, vom letzten Quartal, was ich euch gestern gezeigt habe, passt da auch nicht mehr ganz rein. Das heißt, irgendwie muss ich da eine Lösung finden, aber wenn ich dann in meinem Kleiderschrank die Klamotten ausmiste, die gerade noch sehr viel Platz in Anspruch nehmen, werde ich dann hoffentlich da zumindest ein paar Kisten unterbringen, wo ich alte Notizbücher rein verstauen kann, damit ich die wieder los habe und mehr Platz habe und auch in meinen Schubladen habe ich noch Platz, also es wird sich schon was finden. Ich muss halt nur die Zeit mir nehmen, um das tatsächlich wegzuräumen und nicht rumliegen zu lassen. Das ist nicht ganz so leicht, aber naja, mal gucken, was sich in den nächsten Tagen tut. Aber ich gehe jetzt erstmal hoch und mach sauber. Tschüss! Das Ende des Vlogs gekommen. Ich bin überrascht, wie gut ich heute vorangekommen bin, vor allem mit den ganzen Plotproblemen, die ich heute lösen musste, das mit den Verletzungen und all diese Dinge, bin ich doch besser durchgekommen, als ich gedacht habe, auch wenn ich das Ganze noch einmal durchgehen muss, sobald ich jetzt mit diesem Durchgang fertig bin, aber dann habe ich es, glaube ich, wirklich geschafft und dann ist das Buch einigermaßen so gut, dass es wieder zurück an meine Lektorin gehen kann.
Mal gucken, was sie dann sagt. Ich freue mich total, dass ihr euch auf diese ganzen Vlogs freut, die alle so rauskommen. Ich habe gerade schon ein paar von euren Kommentaren gelesen und nicht beantwortet. Aber ich finde es auch total cool, dass wir uns jetzt täglich sehen werden. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten jeweils. Nachdem ich jetzt schon gemerkt habe, dass ich relativ viel heute gefilmt habe, würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss hiermit. Ich habe wieder mal eigentlich meine Ziele erreicht. Die Korrektur bis Kapitel 60 habe ich geschafft. Ich bin sogar bis Kapitel 61 gekommen. Gut, den Vlog muss ich jetzt noch schneiden, aber es ist noch nicht mal 8 Uhr abends. Gestern war es schon 10:30, als ich damit angefangen habe. Und ich habe sogar noch ein To-Do hinzugefügt später. Und zwar, dass ich einen Countdown für meine Instagram-Stories für die Veröffentlichung vom Hexenprojekt mache. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann solltet ihr das jetzt tun. Link dazu ist unten in der Infobox. Der startet auch schon heute. Da habe ich auch eine kleine Sache vorbereitet. Nichts Großartiges, aber so eine kleine Story, die ziemlich... Also ich finde sie gut, aber egal. Muss ich jetzt noch posten, wenn ich hiermit fertig bin mit euch hier und diesen Vlog schneiden. Und dann habe ich es für heute geschafft. Also ein sehr erfolgreicher Tag. Und ja, mal gucken, was ich morgen mache. Auf jeden Fall weiter Korrektur, wer hätte das gedacht. Und wahrscheinlich werde ich auch den Countdown weiter vorbereiten und noch ein paar andere Sachen planen. Wahrscheinlich werde ich morgen auch das Skript für eine neue Videoreihe, die es zusätzlich dann noch samstags geben wird, schreiben. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich habe schon ein paar Sachen, an denen ich ganz gerne arbeiten möchte. So langsam, dadurch, dass die Korrektur jetzt vorbei ist, brennt es mir schon wieder an den Fingerspitzen, ein paar neue Projekte anzugehen. Mal gucken, wofür ich mich letztendlich entscheide. Ich denke, ich werde erstmal dieses ganze Marketing-Zeug für das Hexenprojekt fertig machen und dann an neuen Büchern, Buchprojekten arbeiten, vermutlich am Stolz und Vorurteil Projekt und euch da noch ein bisschen mehr mit hinter die Kulissen nehmen, wie ich das so plane und aufbaue und all diese Dinge. Aber das wird nicht mehr heute passieren. Das heißt, wir sehen uns morgen im nächsten Vlog. Ich wünsche euch einen schönen Tag, weil wenn das hier rauskommt, ist es ja erst der nächste Tag. Ich habe einen schönen, produktiven Tag, ganz viele tolle Ideen und dann sehen wir uns morgen wieder oder in einem anderen Video, das schon erschienen ist. Und vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Aber jetzt gehe ich wirklich. Tschüss!